Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Ihrem Mikna'off Daily zur Wochenmitte. Ja, gestern haben wir ja am Dienstag dann nochmal einen ordentlichen Schub nach oben gemacht. Heute tritt der Markt dann mehr oder minder auf der Stelle. Aktuell liegen wir bei 11.421 Punkten. Also da bewegt sich heute relativ wenig. Ja, mag natürlich auch daran liegen, dass wir heute mal wieder auf eine Abstimmung in Großbritannien zum großen Thema Brexit warten. Ja, und da sagt so manch einer sich aktuell, naja, die Stimmung dahingehend ist schlechter als die Lage selber. Denn letztlich, naja, ob die Briten rausgehen, wie sie rausgehen, wann sie rausgehen, ja, die Welt wird davon sicherlich nicht untergehen. Es wird zu kurzfristigen Verwerfungen kommen, dann ist aber auch schon Schluss. Ja, man weiß ja immer noch nicht so genau, was die Briten so genau wollen. Es geht natürlich nicht nur um den Austrittstermin, sondern nach wie vor natürlich auch darum, dass man, wenn man raus will, jetzt entweder den Vertrag mit Brüssel unterschreibt oder nicht. Wenn man nicht unterschreibt, ja gut, dann haben wir einen harten, ungeregelten Brexit. Wenn man unterschreibt, dann könnte man sogar noch um eine Verschiebung bitten. Ja, und dann geht es natürlich auch noch um die Figur, um die Person von Theresa May. Da hat man schon gehört, heute Nachmittag könnte es durchaus sein, dass sie im kleinen Kreis vielleicht dann doch ihren Rücktritt bekannt gibt unter gewissen Bedingungen. Dann wäre natürlich der Weg frei für Neuwahlen, aber natürlich auch für ein zweites Referendum. Aber so ein zweites Referendum, das haben wir mittlerweile aus Großbritannien auch schon gehört, das würde dauern, Vorbereitungszeit, nämlich mindestens 4 bis 6 Monate. Also da ist noch lange nichts in trockenen Tüchern, da ist noch lange nichts entschieden. Dementsprechend viel Spannung dürfte da heute Nachmittag aufkommen. Ja, viel Spannung sollte es auch heute für Bayer geben, denn in San Francisco wird ja seit letzter Woche Gericht geführt, Verhandlungen geführt. Da geht es ja um Glyphosat, das Mittel von Monsanto. Man hat ja Monsanto seinerzeit für 63 Milliarden US-Dollar übernommen. Ja, und da soll ja jetzt ein Gericht entscheiden, inwieweit denn das Unternehmen tatsächlich Kenntnis davon hatte, dass Glyphosat krebserregend ist. Denn bereits letzte Woche hatte man ja festgestellt von Jury-Seite aus, dass mit Glyphosat tatsächlich Krebs in Verbindung gebracht werden kann. Das ist natürlich ganz klar ein wichtiges, ein wegweisendes Urteil für Bayer, weil dann halt eben dementsprechend diese 11.200 Kläger, die wir in den Vereinigten Staaten haben, dann natürlich eine Rechtsgrundlage hätten, hier Schadenersatz zu fordern. Und da fragt sich natürlich so manch einer, wie denn Bayer das alles wohl bezahlen mag. Naja, diese Fragezeichen, die sehen wir natürlich auch an der Börse, und zwar halt eben dahingehend, dass der Kurs von Bayer natürlich seit diesen Prozessen massiv unter Druck geraten ist, weil sich so manch einer sagt, ja, hat denn Bayer eigentlich hier Gelder für Schadenersatz zurückgestellt? Ja, oder lässt man das einfach auf sich zukommen? Also das natürlich auch eine wegweisende Entscheidung heute in Bezug auf Glyphosat und Bayer. Ansonsten gehen die Banken heute etwas rauf, sind gefragter. Deutsche Bank und Commerzbank, Deutsche Bank 2%, COBA sogar 3,4%. Ja, Olaf Scholz, unser Finanzminister, hat gesagt, nein, er würde sich da eigentlich nicht einmischen in die Fusion zwischen Commerzbank und auch Deutscher Bank. Also da laufen ja aktuell wohl die Gespräche, da ist man am Sondieren, ob das Ganze denn überhaupt Sinn machen würde, weil man hört natürlich auf der anderen Seite von der Politik schon, dass da natürlich eine Großbank gewünscht würde, aber da haben wir natürlich auch viele Interessenskonflikte, ob nun auf der einen Seite, ich habe Ihnen das schon gesagt, das große Thema Verdi von der Gewerkschaft, die halt eben befürchten, dass hier an die 30.000 bis 40.000 Arbeitsplätze wegfallen könnten, und auf der anderen Seite natürlich alle diejenigen, die sagen, ad 1 hat sich die Politik hier nicht einzumischen in solche Gespräche, und zum anderen hat man dann Ängste und Befürchtungen, sollte es zu dieser Großbank kommen und sollte die tatsächlich ins Straucheln geraten in 3, 4 Jahren, was man ja nicht unbedingt weiß, ja, dann könnte das die Steuerzahler enorm viel Geld kosten. Also auch hier noch lange, lange keine Entscheidung in Sicht. Aber es gibt eine Entscheidung, und zwar haben wir einen Börsengang jetzt am Freitag
in Amerika an der Nasdaq. Das Unternehmen Lyft will an die Börse, will sein Börsendebüt feiern. Lyft ist ein Fahrdienstvermittler, ähnlich wie Uber. Also Uber steht hier ganz klar in Konkurrenz. Ja, und Lyft hat wohl hohe Nachfrage nach seinen Aktien. Die Aktienspanne liegt aktuell zwischen 62 und 68 US-Dollar. Die Aktien allerdings könnten wesentlich besser in den Handel da noch hineinstarten, also schon mit guten Aufschlägen. Sollte diese Spanne eingehalten werden bei der aktuellen Aktienlage und Aktienmenge, dann hätte Lyft eine Bewertung von 20 Milliarden Euro. Im Vergleich dazu, wenn wir mal die Berechnung zu Uber nehmen, wenn Uber an die Börse geht mit den Plänen, die man aktuell so forciert, hätte Uber dann schon eine Bewertung von 120 Milliarden US-Dollar. Also jede Menge Geld. Ja, meine, wir haben ja zurückliegende Börsengänge gehabt. Da haben wir ja Levi Strauss, den alten Hersteller von Jeans, der vor wenigen Tagen an die Börse gegangen ist. Und da muss man ja sagen, ist dieser Börsengang ja äußerst erfolgreich verlaufen in den Vereinigten Staaten. Da hat man am ersten Tag, am ersten Handelstag direkt schon mal 30% plus gemacht. Ja, dürfte also interessant sein, wie Lyft dementsprechend am Freitag an die Nasdaq geht, um ihr Börsendebüt zu begehen. Ja, werde natürlich logischerweise für Sie darüber berichten. Ja, ansonsten, wie gesagt, wir treten heute ein bisschen auf der Stelle, werden mal abwarten müssen, welche politischen Geschehnisse noch da auf uns zukommen, die tatsächlich den Markt aktuell betreffen. Aber, wie gesagt, aktuell scheint es tatsächlich so zu sein, dass die Stimmung schlechter ist als die Lage überhaupt. Also in diesem Sinne, machen Sie sich nicht immer so wahnsinnig viel Sorgen oder einen Kopf, lassen Sie den Markt ganz einfach mal laufen. Und dazu wünsche ich Ihnen heute viel, viel Erfolg.